Thema Klimaanlagen. Vor allen Dingen Klimaanlagen, Kompressorwechsel. Was muss man dabei beachten? Ihr kennt das alle. Fahrzeug kommt in die Werkstatt, stellt fest, Klimakompressor ist kaputt. Er wird ausgetauscht, kommt neues Öl rein, Kontrastmittel mit rein, um zu sehen, falls es später undicht wird. Dabei passieren die meisten Fehler. Und da ist auch schon in diesem Ablauf ein Fehler passiert. Und das kann zu so einem kapitalen Kompressorschaden führen. Und dieser Schaden hat noch viele, viele andere Folgen, die sehr viel Geld kosten. Die Werkstatt an sich, die Garantiebearbeitung und, und. Also achtsam sein. Wir haben hier so einen Kompressor, schönes Schnittmodell. Hier kann man sehen, hier läuft der Keilrippenriemen drüber, der wird die Klimaanlage mit angetrieben, beziehungsweise der Kompressor mit angetrieben. Hier laufen die Kolben rauf und runter, die komprimieren das Kältemittel. Hier ist Öl drin, damit wird der komplette Kompressor geschmiert. Und da gibt es etwas bei zu beachten. Genau. Wenn wir also einen neuen Kompressor haben, der hat eine Grundbefüllung. Wie hoch die Grundbefüllung an Öl, an Kältemittelöl ist, weiß keiner so richtig. Zumindest wir dann nicht, wenn wir ihn ausgepackt haben. Und um das genau zu eruieren, erstmal, wie viel Kompressoröl ist denn da drin, muss dieser Kompressor erstmal ausgelitert werden. Das heißt, wir öffnen hier die Befüllöffnung und die Ablassöffnung, nehmen einen Messbecher so. Und füllen. Dreht den rum, da kann man vielleicht auch sehen, wie viel drin ist. Ausfließen, genau. So, wir haben das jetzt auslaufen lassen. Das kommt nichts mehr raus. Und was haben wir? 110 Milliliter haben wir. 110 Milliliter. Ja. Dieses Fahrzeug hier hat aber eine genaue Befüllmenge, wie jedes andere Fahrzeug auch. Kann man hier sehen, da gibt es eine Liste. A5. Audi A5, 150 Milliliter. 150, also, 110 wir haben wir jetzt, schon. Wenn wir es jetzt einfach eingebaut hätten, eine Unterbefüllung. Das heißt, da kann es dann auch wieder zu so einem Schaden kommen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall das auffüllen. Das heißt, wir messen es genau ab, wie viel. So, da achtsam sein beim Einfüllen. Gucken, dass wir dann genau. Noch ein bisschen. Das Öl genau. Nie offen stehen lassen, weil das zieht ganz schön viel Wasser. Wieder gut verschließen. So. Und dann füllen wir jetzt hier den Kompressor auf seine angegebene Menge für dieses Fahrzeug. So, wir haben jetzt den Kompressor gefüllt mit der richtigen Füllmenge, nehmen den Kompressor jetzt, bauen ihn ein. Und zack, schon wieder passiert. Der nächste Fehler. Kommt es wieder, kann es wieder zu so einem Schaden kommen. Warum? Wir haben jetzt 150 Milliliter eingefüllt, wir haben den alten Kompressor herausgenommen. In dem alten Kompressor sind ungefähr noch 50% Öl, Kältemittelöl drin. Und die anderen 50%, also 75 Milliliter, befindet sich in der Anlage, im Verdampfer, im Kondensator, in den Leitungen. Schon haben wir wieder eine Überfüllung. Wir haben eine Überfüllung von 75 Milliliter, was zu einem Druckschaden führen kann. Sind wir wieder hier an diesem Punkt. Viele füllen auch gleichzeitig noch Kontrastmittel mit ein, was ja sowieso schon dann nicht mehr mit rein darf. Das heißt, wir haben viel zu viel Kontrastmittel. Das würde bedeuten, dass hier all diese Dichtungen und so weiter, dass die anfangen zu verkleben. Genau, wenn immer wieder Kontrastmittel eingefüllt werden. Also, jeder Hersteller, nicht normale, schreibt vor, bei einem Kompressorwechsel muss die Anlage gespült werden. Heißt, man nimmt sich ein Klimagerät zum Beispiel. Dazu gibt es dann noch eine spezielle Spülvorrichtung. Ja. Und dann muss auf jeden Fall der Verdampfer, der Kondensator und alle Leitungen gespült werden. Den Kondensator brauchen wir eigentlich nicht mehr spülen, weil ein Fahrzeug, das einen kaputten Kompressor hat, ist ja schon oft ein bisschen älter. Das heißt, der Kondensator ist vorne komplett zerschossen. Das heißt, die ganzen Lamellen sind schon umgeknickt und wir hätten, selbst wenn wir einen neuen Kompressor einbauen, nicht mehr die volle Kühlleistung. Das heißt, die Wärme wird nicht mehr an dem Kondensator abgeführt, die Anlage hat nicht genug Leistung und es kann genau wieder zu so einem Kompressorschaden führen. Mahle hat das komplette Programm in Sachen Klimaanlage. Jetzt denkt ihr vielleicht, Mahle, die kenne ich nur aus, die machen Kolben, die machen Filtern, all solche Sachen. Nee, die machen alles. Das komplette Paket. Alles, was es zur Klimaanlage gibt, Expansionsventil, Trockner, Kompressoren, Kondensatoren, Klimagerät, Spülgerät, alles, was ich dafür brauche. Alles von Mahle. Also, achtsam bei der Erneuerung von so einem Klimakompressor. Es kann zu vielen Schäden führen. Und wenn man irgendetwas braucht, einfach an Mahle wenden.